Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, worum soll es heute gehen? Eigentlich müsste das der Titel des Videos Asche auf mein Haupt lauten. Ich erkläre es mal genauer. Dieses Video bin ich so ein bisschen euch schuldig und vor allen Dingen auch VanMoove. Es geht eigentlich um das Video, also das letzte Video, was ich rausgebracht habe. Dort konntet ihr sehen, wie ich mich ein bisschen über die Powerbank von dem VanMoove echauffiert habe. Dass sie nicht richtig sitzt, dass man den Stecker dort nicht richtig reinbekommt und, und. Daraufhin gab es ein paar Kommentare und auch Zuschriften. Auf zwei möchte ich mal gerne eingehen. Und zwar einmal von, muss ich eben kurz ablesen, der Zugvogel hat sich dazu geäußert. Und, Moment, dann gab es noch einen anderen Zuschauer, Paule Paulchen. Euch beiden erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das da so reingeschrieben habt und mich ja, auf den richtigen Weg geschubst habt. So möchte ich es mal nennen. Fangen wir mal an mit Paule Paulchen. Der, das könnt ihr unter dem letzten Video in den Kommentaren ja auch selber nachlesen, gesagt hat, dass er in dem Installiervideo für diese Powerbank hier gesehen hat, dass dort ein, wie hat er es genannt, ein S3-Adapter entfernt werden soll. Ich muss zugeben, ich bin einer von der Sorte, der, wenn er sich etwas kauft, zu 90% nicht die Betriebsanleitung zur Hand nimmt, sondern das Recht für sich in Anspruch nimmt, das kriege ich auch so hin. Ich meine, viele Leute lesen nicht die Betriebsanleitung von irgendwelchen Dingen und wundern sich, wenn sie eine Kaffeemaschine kaufen, dass der erste Kaffee irgendwie scheiße schmeckt, weil da halt drin steht, einmal klar durchspülen, könnten noch Rückstände von der Produktion in der Kaffeemaschine sein. Das sind alles so Erfahrungen, die habe ich auch alle gemacht, die gehören dazu. Hier tut es mir allerdings jetzt ein bisschen leid, weil ich VanMoove etwas vorgeworfen habe, was so eigentlich nicht richtig ist und was ich mir selber auf die Fahne schreiben muss, weil ich habe einen Fehler gemacht. Den möchte ich mit diesem Video aber heute hier korrigieren. Und zwar kann man diese Powerbank sehr wohl tiefer einsetzen. Ich zeige euch das mal eben kurz, weil ich habe mir natürlich auch dieses Installiervideo nicht angeguckt, sondern habe diese Powerbank einfach reingesetzt, diese Bodenplatte, die ich euch im letzten Video schon gezeigt habe, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, einfach draufgesetzt, den Akku so weit runtergeschoben, wie es ging, und dann war es das für mich. Natürlich so viel Kraft angewendet, wo ich gedacht habe, das reicht, ohne ihn kaputt machen zu müssen. Nachzug kommt ab. Diese Regel befolge ich eigentlich auch immer. Und deswegen habe ich es einfach nicht weiter runtergedrückt. Das hätte ich aber machen müssen. Da hat der Zugvogel mich drauf gebracht, weil er in seinem Kommentar schrieb, dass man glaubt nicht, dass man das so tief und fest runterdrücken muss. Doch muss man. Und er hat recht, das muss man wirklich sehr tief runterdrücken. Aber nur dann, wenn man vorher hier an diesem, wenn man das jetzt mal so hält, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, hier an dieser Längsstange, die so schräg vom Fahrrad herkommt, hier ist eine Gummilippe. Und diese Gummilippe muss man rausnehmen. Dadurch, wenn jetzt hier der Rahmen kommt, logischerweise stößt die Powerbank nicht sofort da an, sondern kommt noch ein Stück tiefer. Ich kann sie also viel weiter runterdrücken. Also beide Tipps waren in Summe dafür verantwortlich, dass ich auf einmal den Akku oder die Powerbank ist es ja, ein Stück tiefer setzen kann oder konnte in dem Fall. Ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe. Dann werdet ihr wissen, was ich meine. So, hier seht ihr jetzt diese Bodenplatte, die ich jetzt auch schon nach unten gedrückt habe. Ich setze mal die Powerbank ein, damit ihr seht, wie sich das bemerkbar gemacht hat. Natürlich ist es nach wie vor immer noch ein bisschen fummelig, mit einem normalen Akku jetzt nicht zu vergleichen, allein durch diese ganzen Klettbänder. Aber es rastet jetzt sauber ein. Man kann es wunderbar verschließen und es sitzt jetzt halt viel tiefer als vorher. Ich mache mal eben kurz die Bänder dran. Und jetzt könnt ihr sehen, ich mache einfach oben die Verbindung von der Powerbank ans Fahrrad oben dran. Was ja auch vorher schon ging, weil dieser Stecker halt rechtwinklig ist. So, aber jetzt kommt der Clou. Ich habe mal das Ladekabel geholt, das externe Ladekabel. Ich ziehe jetzt mal den Powerbank-Stecker raus und kann jetzt mit dem externen Ladekabel direkt ins Fahrrad reingehen, weil ich viel mehr Platz habe als vorher. Und ich kann auch direkt von da aus die Powerbank laden, weil ich jetzt ungefähr eine Handbreit Platz habe, im Gegensatz zu vorher. Und das Coole ist, jetzt kann ich
den Stecker in die Powerbank tun, die Powerbank fest mit dem Fahrrad verbinden, also immer verbunden lassen im Prinzip. Und wenn ich das Fahrrad aufladen möchte, dann stecke ich das externe Ladekabel in die Powerbank. Die lädt sich auf und lädt dann auch gleichzeitig das Fahrrad. Wird also durchgeschliffen und dann habe ich eine volle Powerbank und einen vollen Akku im Rad. Und ja, kann immer das Rad einfach nehmen, beziehungsweise es ist ja das von meiner Frau, die wird es natürlich benutzen. Kann sie immer das Fahrrad nehmen und hat immer jetzt das Fahrrad voll, den Akku und auch die Powerbank. So habe ich mir das eigentlich gewünscht. Wer lesen kann, ist auch schwer im Vorteil, weil hier auf diesem Stück, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ich komme mal ein Stück näher, vielleicht könnt ihr es dann doch erkennen, steht halt drauf, ich lese es mal vor, Remove from X, for X-Frame. Bedeutet, wenn ich das X3 habe, dann Remove, soll ich das Ding halt abmachen. Das ist natürlich schwarz auf schwarz, beziehungsweise so reingekratzt. Das kann man mal übersehen. Ich habe es übersehen. Und bin nur auf den Trichter gekommen, weil ich die Kommentare gelesen habe. Und das kann doch nicht sein. Guck mir die Powerbank an und denke, tatsächlich, die haben recht. Genau daran lag's. Dafür bin ich sehr dankbar. Also nochmal ein fettes Dankeschön hier an dieser Stelle an euch beiden. Ihr habt dafür gesorgt, dass meine Frau ihr Van Move noch lieber hat, als sie es eh schon hat. Dann allerdings noch ein Hinweis zu dieser Kommentar von der Zugvogel, ging ein bisschen länger. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich meinte natürlich, wenn ich sage, dass die Powerbank als erstes leer gesaugt wird, dass ich weiß, das ist nicht ganz richtig, so war es auch nicht gemeint. Denn die Powerbank, wenn ich jetzt fahre, dann lädt natürlich logischerweise, wo holt sich der Motor vom VanMoof den Strom her? Aus dem Akku, den er sowieso im Fahrrad hat. Das ist völlig klar. Also wird der natürlich zuerst beansprucht. Aber zeitgleich lädt ja die Powerbank das VanMoof wieder auf. Das meinte ich mit, die Powerbank wird zuerst leer gesaugt. Das heißt, wenn man ganz normal fährt, dann entlädt sich der Akku von dem VanMoof, der interne, ja nicht wirklich, weil er immer kontinuierlich von der Powerbank gespeist wird. Und erst wenn die leer ist, dann geht er an den Akku, weil klar, dann ist die Powerbank leer, wo soll jetzt noch Zusatzstrom herkommen, und lädt den Akku dann komplett leer. Natürlich holt er sich den Strom erstmalig aus dem internen Akku, logischerweise. Der aber sofort, wie habe ich ja gerade erklärt, zeitgleich sofort wieder aufgeladen wird. Also da haben wir, glaube ich, so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Und du hast natürlich auch recht, wenn ich jetzt konstant mit dem Power-Boost-Button fahren würde, das heißt, der zieht Strom ohne Ende, so schnell kann die Powerbank den Akku gar nicht wieder nachladen, das geht natürlich nicht, dann entlädt sich auch der Hauptakku natürlich, logisch. Aber ja, dieser Boost-Button ist ja, wie soll ich das nennen? Also meine Frau benutzt ihn nicht ständig. Das macht sie nur, wenn sie A, mich ärgern will, weil wir nur noch 500 Meter von zu Hause entfernt sind von der Tür und sie will als Erster da sein und mir nochmal zeigen, dass sie schneller ist als ich. Dafür benutzt sie ihn. Oder aber, wenn es mal bergauf geht und einfach ein bisschen schneller oder an der Ampel oder so mal ein bisschen schneller wegkommen möchte. Sie hält ja nicht konstant den Daumen da drauf. Aber du hast natürlich recht, wenn sie das tun würde, dann würde sich der Akku natürlich sehr, sehr schnell leer saugen und die Powerbank käme nicht mehr hinterher. Gut, dann wäre das auch geklärt. Das soll es eigentlich für dieses Video schon sein, aber es lag mir dann doch wie ein Schatten auf der Seele. Ich wollte euch das oder beziehungsweise habe ich ja am Anfang gesagt, ich bin es ein bisschen VanMoof schuldig. Ich kann nicht etwas schlecht machen, weil ich zu blöd bin, das so zu handhaben, wie man es richtig macht. Da muss ich auch so fair sein und das wieder gerade rücken. Das möchte ich hiermit tun. Also diese Powerbank ist als Zusatz für das S3, X3, welches Fahrrad ihr auch immer habt oder euch zulegen wollt, natürlich Gold wert, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Ihr habt dadurch natürlich viel mehr Reichweite als vorher. Also das Ding hat schon seine Daseinsberechtigung. Mich hat nur gestört, dass das da so schief in dem Rahmen hängt und irgendwie man die Kabel nicht vernünftig verbinden kann. Sei es drum. Dieser Fehler ist jetzt Gott sei Dank ausgemerzt. Und ja, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr Negatives zu sagen über diese Powerbank. Und damit möchte ich dann dieses Video jetzt auch beenden. Heute nur mal ganz kurz reingeworfen, aber wie gesagt, es war mir doch recht wichtig, das gerade zu stellen. Gut, so, ich denke, dass es noch ein Video kurz vor Weihnachten geben wird. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch nicht frohe Weihnachten, das kommt dann noch. Ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade, aber ich denke mal auf jeden Fall vor dem Heiligen Abend. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nochmal wiedersehen.
Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao.